Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Bildvideo von mir, dem Ilias. Wie versprochen folgt nun auch für die zweite der drei Klassen für den Warlock ein Spitzenreiter Endgame Build. Wenn ihr jetzt aber denkt, dass das ein langweiliger, einfach aufs Überleben ausgelegter Build ist, dann täuscht ihr euch gewaltig. Dieser Warlock Build ist so unglaublich gut. Ihr habt natürlich auch in diesem Build verbesserte Resistenzen, ganz klar. Und ihr haut mit euren Powerwaffen einfach permanent mal 25% mehr Schaden raus. Und das ganz ohne Buffs von anderen Klassen oder so. Das macht ihr einfach nur für euch. Ach ja, und es ist mit diesem Build selbstverständlich, dass ihr eure Granaten immer ready habt und die Gegner, naja, nicht auf euch schießen. Okay, kaum auf euch schießen. Und eure leere 3.0-Explosion braucht ihr auch nicht vermissen, denn das macht ihr mit diesem Build genauso krass. Bevor wir uns den Build aber genauer anschauen, ganz kurz etwas zu meinem Werbepartner AssMMO. Dort könnt ihr nämlich bis zu 50% günstiger Silber für Steam kaufen. Und wenn ihr den Code Ilias verwendet, bekommt ihr noch einmal 3% Rabatt dazu. Ihr habt es im Hintergrund-Gameplay ja bereits gesehen, dass ich mich bei diesem Build bei der Subklasse für Stasis entschieden habe. Ja, leere 3.0 ist auch auf dem Warlock verdammt stark, aber um ehrlich zu sein, macht mir dieser Stasis-Build oder Stasis-Build einfach deutlich mehr Spaß. Und insbesondere in Spitzenreiter oder anderen Endgame-Aktivitäten, wo ihr in einem engen Raum vielleicht seid mit ganz vielen Gegnern eingesperrt, da ist es einfach unschlagbar, diese Crowd-Control zu haben. Also, wie schon gesagt, die Subclass ist der Schattenbinder-Warlock. Ganz wichtig für den Build ist, dass wir das Ganze mit den Kälteschubgranaten spielen. Als Aspekt verwenden wir einmal Gletscherernte. Das Einfrieren von Zielen erzeugt Stasis-Bruchstücke um die eingefrorenen Ziele herum. Höherstufige Kämpfer erzeugen mehr Bruchstücke. Da wir die ganze Zeit Gegner einfrieren, haben wir im Grunde auch Massen an Stasis-Bruchstücken, die für diesen Build auch sehr wichtig sind. Als zweiten Aspekt nutzen wir das Aspekt Dämmerwächter. Drücke und halte die Granatentaste, um deine Granate in ein Stasis-Geschütz zu verwandeln, das verlangsamende Projektile auf Ziele in der Nähe abfeuert. Kommen wir zu den Fragmenten, hier nutzen wir folgende vier. Einmal wispernde Ketten. In der Nähe eingefrorener Ziele oder eines Stasis-Kristalls erleidest du reduzierten Schaden von Zielen und plus 10 Erholung. Wispern des Reißens. Kinetikwaffen verursachen erhöhten Schaden an Stasis-Kristallen und eingefrorenen Zielen. Wispern der Bruchstücke. Das Zersplittern eines Stasis-Kristalls erhöht vorübergehend deine Granaten-Nachladerate. Durch das Zersplittern weiterer Stasis-Kristalle steigt die Dauer dieses Vorteils. Plus 10 Belastbarkeit. Und natürlich Wispern der Risse. Erhöht den Schaden und die Größe der Stasis-Explosion, wenn du ein Stasis-Kristall zerstörst oder ein eingefrorenes Ziel besiegt. Als Exo unserer Wahl benutzen wir die neue Osmianthi-Handschuhe mit dem Exo-Perk Feuriger Kälteschub. Deine Kälteschubgranaten haben eine zusätzliche Ladung, die bei direkten Treffern schneller auflädt. Die von Kälteschub erzeugten Sucher legen auch noch eine größere Distanz zurück. Also die Handschuhe sind richtig, richtig stark und man muss hier genau aufpassen, was hier steht. Hier heißt ja, dass die Kälteschubgranaten eine zusätzliche Ladung haben, ja, aber auch, dass sie bei direkten Treffer schneller aufladen. Das heißt, wenn wir die Granate auf einen Gegner draufwerfen und ihn treffen, dann bekommen wir noch mehr Granatenenergie zurück, wie wenn wir sie normal werfen und dann Gegner einfrieren. Und es ist auch so, und dazu kommen wir später noch, wenn wir höhere Gegner, also stärkere Gegner, Yellow Bar Gegner oder so, einfrieren, dann kann es sogar sein, dass wir die Granatenladung instant zurückbekommen. Dieser Build wird ein Hybridbild zwischen Elementarquellen und mit Licht geladen. Als Elementarquellen dienen uns in diesem Fall die Stasis-Bruchstücke, von denen wir ja am laufenden Band welche erzeugen. Wie ist das möglich? Indem wir die Mod Elementar-Bruchstücke nutzen. Dadurch zählen nämlich Stasis-Bruchstücke als Stasis-Elementarquellen für uns. Die Elementarquellen nutzen wir dann auf zwei verschiedene Arten. Zum einen nutzen wir die Artefakt-Mod Quelle der Macht. Dadurch machen alle unsere Stasis-Waffen 25% mehr Schaden, egal ob Kinetik oder Powerwaffen. Und gerade in dieser Season und auch in der letzten sind ja sehr viele Stasis-Waffen dazugekommen. Also hier haben wir eine schöne Auswahl und mit die stärksten Powerwaffen haben Stasis, von dem her ist es sehr, sehr gut geeignet. Zum anderen verwenden wir die Mod Elementarladung. Dadurch werden wir immer, wenn wir eine Stasis-Elementarquelle oder ein Stasis-Bruchstück aufsammeln, mit Licht geladen. Das Geniale hierin ist, wir bekommen sofort eine Ladung mal 2. Wie benutzen wir unsere Lichtladungen? Wir haben die Mod Feuerkraft dabei.
Halte einen Teil deiner Granatenenergie zurück, während du mit Licht geladen bist und wenn du deine Granaten einsetzt, wobei ein Stapel mit Licht geladen verbraucht wird. Die Mod verwenden wir gleich zweimal, dadurch bekommen wir bei Nutzung so, ja, etwas über 30% Granatenenergie wieder zurück. In unserem Klassengegenstand setzen wir zweimal die Mod Bombe ein, dadurch wird auch die Abklingzeit unserer Granaten bei Nutzung des Riffs jedes Mal erheblich verkürzt. Vielleicht verwundert ihr euch auch, warum ich keinen Granaten-Kickstart mitnehme. Nun, das liegt daran, dass Granaten-Kickstart im Zusammenhang mit Exos, bei denen wir zwei Granatenladungen haben, buggy ist und wir davon einfach keinen Nutzen haben. Da nutzt die Plätze lieber für Champion-Mods oder für Nachlademods, um jetzt zum Beispiel eure Handfeuerwaffe schneller nachladen zu können. Kommen wir einmal zu den verwendeten Waffen. Hier sind wir mehr oder weniger flexibel. Wichtig ist, dass wir im Kinetic-Slot eine Stasis-Waffe mit dem Perk Grabstein nutzen. Ich persönlich spiele das Ganze am liebsten mit der Ayas Luna. Die Waffe ist nicht nur im PvP sehr stark, sondern fühlt sich auch im PvE richtig gut an und ist für mich eigentlich die beste Waffe mit dem Perk Grabstein, gerade fürs PvE. Und wir haben damit einfach, ja, das Gute ist, wir haben einfach auch schon mal gleich etwas gegen Champions, gegen unaufhaltsame Champions. Ihr könnt auch jede andere Kinetik- oder Stasis-Kinetik-Waffe nutzen, ein Automatikgewehr oder von mir aus noch eine Pistole, wobei ich sagen muss, eine Pistole würde sich jetzt nicht so anbieten, weil wir hier keine Champion-Mods haben. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr den Perk Grabstein dabei habt. Im Energieslot könnt ihr nehmen, was gerade nötig ist. Wenn ihr noch etwas gegen Champions braucht, nehmt ihr das, aber auch eine Waffe, die guten Damage raus hat, wie jetzt ein Fusionsgewehr, eine Sniper oder eine Slugshotgun. Das wäre alles denkbar, das könnt ihr an eure jeweilige Situation anpassen. Im Powerslot solltet ihr auf jeden Fall eine Stasis-Waffe mitnehmen. Sehr stark ist hier Reeds Bedauern oder auch der Raketenwerfer Palmyra B, der zu den stärksten gerade überhaupt zählt. Jetzt fragt ihr euch natürlich auch, wie spielt sich das Ganze? Absolut genial natürlich. Okay, Spaß beiseite, ihr wollt natürlich den genauen Ablauf wissen. Und auch hier verfolgen wir wieder, wie meistens, einen festen Kreislauf, den wir nutzen. Wir beginnen eigentlich immer mit einem Stasis-Geschütz, sammeln das erste Bruchstück ein und werden mit Licht geladen. Danach werfen wir eine Kälteschubgranate direkt auf einen Gegner drauf, am besten auf einen Major oder halt einen stärkeren Gegner, denn das bringt mehr Granatenenergie zurück. Danach werfen wir wieder ein Stasis-Geschütz und erst danach wieder die Kälteschubgranate. Das machen wir in diesem Zyklus dadurch immer wieder. Und so haben wir immer mindestens zwei Stasis-Geschütze aktiv und haben dadurch eine richtig starke passive Crowd Control und können mit den Kälteschubgranaten aber ganz gezielt Gruppen einfrieren, die eventuell nicht von dem Stasis-Geschütz abgedeckt werden. Und ihr seht es vielleicht auch im Hintergrund, Gameplay, wenn ihr die Granate direkt auf einen stärkeren Yellow-Bar-Gegner wie diesen Boss hier werft, oder naja, Boss ist nicht ganz, Dungeon-Boss, dann füllt sich eure Lost Sector Boss, Entschuldigung, dann füllt sich eure Granatenladung sogar komplett wieder auf. Ihr könnt jetzt zum Beispiel einen Champion im GM perma-stunnen, ja, also ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, aber ihr könnt es machen, dass ihr einen permanent stunnt und dadurch, dass der Gegner ja immer wieder dann beim Einfrieren Stasis Bruchstücke generiert, die ja für uns als Inventarquellen zählen, bekommen wir pro Einfrieren sogar genau genommen mehr Granatenenergie wieder, wie wir eingesetzt haben. Zwischendrin nutzen wir dann natürlich auch unsere Kinetik und erledigen die eingefrorenen Gegner easy mit Präzisionsschüssen, die dann wieder so Stasis-Kristalle durch den Perk Grabstein erschaffen. Und ein Schuss reicht hier jetzt auf den Stasis-Kristall und es spielt sich so unglaublich flüssig und cool, dass alles um euch herum oder um die Gegner herum explodiert und wir bekommen dazu auch noch eine verbesserte Granatenregeneration. Das Geniale hier ist auch, dass nicht nur unsere Stasis-Waffen von diesem 25% Damage-Buff durch die Mod Quelle der Macht profitieren, sondern auch die Stasis-Explosion der Kristalle machen 25% mehr Schaden. Und wenn wir jetzt einen Champion oder Boss vor uns haben, ja, dann ziehen wir einfach unsere Power-Waffe und machen damit auch 25% mehr Schaden. Vielleicht aber als kleiner Tipp zum Schluss noch, wenn ihr euch schwer tun solltet, diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten, damit ihr immer eure Granatenenergie auch habt, dann könnt ihr auch auf den Damage Boost durch Quelle der Macht verzichten und noch eine weitere Mod Feuerkraft zum Beispiel reinnehmen. Dadurch bekommt ihr noch einmal ein ganzes Stück mehr Granatenenergie zurück und es macht es einfach leichter, diesen Kreislauf am Leben zu erhalten. Aber auch mit zwei Feuerkraft Mods geht das wunderbar.
Das war's im Grunde zu diesem Bild. Was sagt ihr dazu? Wie spielt ihr denn gerade euren Warlock? Spielt ihr ihn auch auf Stasis? Oder spielt ihr Lehre 3.0? Lasst mir dazu gerne einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Like, vielleicht sogar über ein Abo, den Support. Das wäre mega genial. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Ilias. Ciao.